An dieser Station geht es um die Faszination Schatzsuchen. Das sieht man immer wieder im Fernsehen, in Zeitungen. Da gehen Leute mit solchen Metalldetektoren rum und suchen nach Schätzen. Wir sind da in der archäologischen Denkmalpflege ein bisschen empfindlich, weil viele Leute, die mit so einem Ding unterwegs sind, nicht wissen, was sie für einen Schaden anrichten können. Erstens kann es super gefährlich sein, wenn man zum Beispiel Munition aus dem Zweiten Weltkrieg findet. Blindgänger, Handgranaten, ganz gefährliche Sachen. Und zweitens kann man mit so einem Metalldetektor sehr viel Archäologie kaputt machen. Für uns ist ja der Befund, der Fundzusammenhang das Wichtige, die Vollständigkeit. Deswegen muss man in Niedersachsen eine Genehmigung haben, wenn man mit einem Metalldetektor gehen will. Wir machen dann solche Kurse, die unteren Denkmalschutzbehörden genehmigen dann ein bestimmtes Gebiet und die Funde werden gemeldet. Und dann können wir diese Fundmeldung, diese kleinen Stückchen in unser großes Geschichtspuzzle als Mosaiksteinchen einfügen. Hier vorne haben wir mal so ein Beispiel von Fundmaterial, Metallfunden, die man klassischerweise mit einem Metalldetektor auf einem Acker finden kann. Das ist so ein Griff von einer Toilettenspülung. Es sind aber auch Löffelfragmente, es sind Fenster, Scharniere, landwirtschaftliche Teile. Alles ein Material, das natürlich nicht auf engstem Raum vorkommt, aber auf einem Acker immer wieder gefunden wird. Und nur sehr, sehr selten werden wirklich archäologische Funde gefunden. Und da ist es total wichtig, dass die gut gemeldet werden. Ein solches Beispiel dafür ist der Kupferschatz aus Lüstringen. Das ist ein Ort im Westen von der Stadt Osnabrück, gehört zur Stadt Osnabrück, wo ein von uns ausgebildeter Sondengänger mit Genehmigung der Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück bei einer Baumaßnahme, wo wir eigentlich gar nicht wirklich geglaubt haben, dass da noch was kommen könnte. So ein ganz untypischer Ort, hat er einfach mal sicherheitshalber die Fläche abgesucht und hat dort Kupferreste, grün schimmernd im Boden gefunden. Und er hat alles richtig gemacht. Er hat nämlich sofort den Baggerfahrer überzeugen können zu stoppen. Er hat den Stadtarchäologen geholt, der hat sich das angeguckt und hat gesagt, oh, das ist was ganz Altes. Dann wurde das im Block geborgen, in einem Industrie-CT gescannt, sodass man ganz genau sehen kann, was in diesem Schatzfund wie eingelagert war. Und inzwischen ist er von den Restauratorinnen freigelegt worden. Und wir sehen hier solche halbkreisartigen, mondförmigen Objekte, die wahrscheinlich am ehesten mit einem Brustschmuck in Verbindung stehen. Und wir haben dort eine Axt, eine Kupferaxt aus reinem Kupfer, die wahrscheinlich in dem Gebiet des heutigen südlichen Ukraine, südliches Russland, irgendwo das Gebiet zwischen Schwarzem Meer, Kaspischem Meer, da gehört das irgendwo hin, in einer Zeit, ungefähr vielleicht vor etwa 5.500 bis 6.000 Jahre vor heute, so dass wir sagen können, das ist das erste Kupfer, was wir haben, in einer Zeit, wo bei uns noch Steinzeit ist. Das ist die Zeit, wo hier in Niedersachsen Großsteingräber gebaut werden und wo hier eigentlich nur Feuersteinwerkzeuge im Einsatz waren, haben wir plötzlich so einen spektakulären Kupferschatz. Wenn wir uns jetzt mal ansehen, wie sowas eigentlich funktioniert, auch die Frage, die in den Internetforen häufig gestellt werden, warum brauche ich eigentlich eine Genehmigung? Ich suche doch gar keine Kulturgüter, ich will gar keine Archäologie. Ich suche nur Kronkorken und Hufeisen. Und Archäologie will ich gar nicht finden. Da muss man sich klar machen, dass ein Metalldetektor ja ein geophysikalisches Werkzeug ist, mit dem wir Metalle finden können. Ein Metalldetektor kann nicht unterscheiden, ob das aus der Bronzezeit ist, aus dem Zweiten Weltkrieg oder von vor 10 Jahren. Und wie das Ganze funktioniert, haben wir hier mal mit so einer kleinen Simulation gemacht, mit einem Handdetektor. Ganz ähnlich funktionieren auch die großen Detektoren. Und ich kann jetzt hier über den Acker gehen und dann kann ich hier mal so ein bisschen suchen. Ich gehe hier auf und ab und ich habe nicht viele Erfolgserlebnisse, aber irgendwann habe ich hier ein Signal.
Jetzt würde ich im echten Leben hier ein bisschen wühlen in der Ackerkrume und gucken, ob ich da was finden kann. Wir haben jetzt hier in unserer Simulation, können wir den ganzen Oberboden einmal hochklappen und sehen jetzt unter dem Rasen, was sich im Boden verborgen hat. Und hier sehen wir ein Stück Munition. Also gefährlich, wenn man sowas findet, zurücktreten, die Polizei oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst rufen, die kümmern sich dann darum. Wir haben hier aber auch was anderes, eine Münze, sieht aus wie eine Münze, ist aber ein alter Knopf. Und was man hier auch noch sieht, Zähne, Feuerstein, Werkzeuge, Keramik, alles wichtige archäologische Funde, die natürlich mit einem Metalldetektor nicht gefunden werden können.